Eine kulinarische Reise durch die Schweiz bei Minibites, Dinibites Promi-Spezial. Vier bekannte Gesichter stellen ihre Stammbites vor. Also ich erwarte von dieser Woche, dass wir viel Spass werden haben. Mit ihm garantiert. Auch dabei ist der Comedian Joël von Mutzenbecher. Auf der Bühne kommt der Stand-up-Comedian eine notene Form von Applaus über. Heute Abend zählen am Schluss eindeutige Werte zwischen 0 und 10. Wer in der Runde hast du neben der Hanna schon kennengelernt, Joël? Der Peter Raber habe ich mal ganz, ganz kurz kennengelernt, wo er auch kurz einen Auftritt hatte an einer Show. Und sonst, Dönis Bielmann kenne ich natürlich als Eiskunstläuferin. Persönlich vielleicht mal so von weitem gewunken. Und sie hat gedacht, was ist das für ein? Hey, hallo! Dennis. Hoi. Sorry! Weißt du, ich bin nöch mit dir. Ja, ja, so dürfen wir schon. Ciao! Das ist der Tobias, hallo. Das ist Dennis. Hallo, herzlich willkommen. Freut mich. Peter, freut mich sehr. Salut. Großer Fan. Hallo! Hallo, machen wir so? Ja, genau. Wir kennen uns auch noch nicht. Nein, wir kennen uns Joël, noch nicht. Joël, freut mich sehr. Ja, Dennis, der Joël. Und? Hey, ich auch. Hoi! Hoi. Geht's gut? Geht gut. Ist es vegan oder ist es vegetarisch? Also, er ist mehrheitlich vegan. Tobias, also wie er kocht, oder ich glaube fast immer. Aber ich bin nicht vegan, also ich bin einfach Vegetarier oder Vegetarierin. Aber es ist einfach so ein Traum, was er macht. Er ist wirklich ein Künstler. Er, ist so, er macht Kompositionen. Und das ist einfach also ich finde, die Vorspeise sieht schon sehr fein aus. Hast du die schon gesehen? Ja, schau mal. Ja. Steckst du dran? Ich, der Jüngste, bin ich natürlich mit allen in irgendeiner Art und Weise aufgewachsen. Also, deine Pirouette habe ich schon. Habe ich schon gesehen, da konnte ich selber noch keine machen. Es ist so. Die Pirouetten werden nicht einfacher nach diesem Apéro. Hanna ihre selber gemixte Gin. Mit einem Thymian-Kräutli, das nicht alle erkennen. Und das Gras ist aus dem Park hier, oder? Was ist das für eins? Ja, ja. Ja, ja. Zürich muss aufpassen, wenn du sagst, das Gras ist aus dem Park. Ja, ja. Für das Aroma habe ich es ja gesehen. Dann im Lockdown bin ich natürlich noch mehr Sport gemacht. Also jeden Tag etwa 3 bis 4 Stunden Sport gemacht, immer. Yes. Das ist der Unterschied zum Künstler. Der Lockdown quasi in Sport umgesehen. Also noch mehr Sport. Und dann ist es auch gut gegangen. Also ich könnte jetzt nicht einfach nur sitzen den ganzen Tag. Ja, ist klar. Ja. Ist sehr gut gegangen. Ja. Ist gut. Ohne Problem. Ich habe mir vorgenommen, weißt, viele Leute haben ja irgendetwas Neues gemacht, da haben einen Spruch gelernt und alles Zeugs. Ich habe mir vorgenommen, den Alkoholkonsum markant aufzuschrauben. Ja, und mir fällt es ganz. Hat wunderbar funktioniert. Nein, ich habe ein bisschen geschrieben und dort habe ich einfach gemerkt, dass irgendwann fehlen da halt so die Auftritte. Ja. Weil ich bin so einer, der es gerne noch ein bisschen testet. Ja, ja. Ich kann nicht in meinem stillen Kämmerli Stunden Material schreiben und das nie ausprobieren. Ja. Also das finde ich immer faszinierend bei du Musik. Du darfst jetzt uns als Publikum brauchen, weißt? Keine Hemmungen, gell? Nein, die Woche ist noch lang, Peter. Die Woche ist noch lang. Die Zucchini-Blüte habe ich gekannt, aber es ist natürlich, also jeder Teller ist eine Komposition. Ja? Und sind sie die grössten Teller? Muss ich jetzt ehrlich sein? Also, Peter Raber würde jetzt wahrscheinlich singen. Not vom kleinen Vegetaler. Aber es ist so fein und es passiert so viel, dass du dann sagst, wenn jetzt du mehr auf dem Teller war, dann würdest du irgendwann gar nicht mehr alles auffassen können. Eigentlich ist es ja ein Quiz. Es hilft aber auch gegen den Hunger. Dennis isst wieder das ganze Kraut. Ich glaube, Dennis hat zuerst gemeint, es ist noch mal ein Gang. Und hat einfach drauf los. Eine Thurgauer Himbeere-Variation mit Sorbet, Gel und Staub. Dazu serviert die Marktküche eine Fenchelcreme. Alles für 16 Franken. Der Gast fällt allerdings mehr das auf, was nicht auf dem Teller ist. Das ist der Teller. Der Teller ist immer. Das müssen wir suchen. Vor allem, weil sie ja so viele spezielle Sachen gemacht haben, habe ich gedacht,
Wenn du jetzt etwas auf dem Teller hast, habe ich gedacht, jetzt kommt er mit einem Pinsel und macht rechts so. Genau, noch Nachschub. Irgend so, weißt du, wie der Zorro, tut das noch markieren oder so. Aber schneid mich vor. Nein, und dann habe ich gemerkt, ist aber von der Komposition her sehr schön. Und man hat auch das Gefühl, man hat wirklich gesund gegessen. Und ja, also es ist so eine Geschmacksexplosion. Explo-Komposition. Ein Beiz wie einen grossen Gemüse- und Beerengarten. Das Ganze gibt es für 66 Franken. Würdet ihr den Preis gerne zahlen? Ich hätte eher erwartet, dass es noch teurer wäre. Meine, wir sind hier in einem der teuersten Pflaster in der Schweiz. Also ich habe es sehr, sehr günstig gefunden. Günstig? Für Zürich. Kannst du nicht gut. Es gibt einmal 10 Punkte, 8 kommen dazu und nochmal 10. Und es ist ein Blode Noir, also aus Pinot Noir Trauben gemacht, mit einer Flaschengärung, also Methode traditionell natürlich. Super, das ist genau mein Ding. Gut. Noch Gäste, oder? Ja, ja, jetzt bei diesem Sommerwetter ist es immer etwas gut. Ja, also Schaumwein geht immer. Und ich bin froh, gibt es endlich mal Gemüse. Ja, ja. Ja, noch am Anfang hat es mir am besten geschmeckt, wo eigentlich das Gassis noch unten gelegen ist. Wo man es aufgewirbelt hat, ist man schon ein bisschen zu heiss gesehen. Aber ich habe dann gemerkt, einfach ein Trick, wieder mehr Alkohol drin, dann passt es wieder. Wir würden starten im Hauptgang mit einem schönen Duo vom Zürcher Black Angus Rind. Das ist bekannt für sein marmoriertes Fleisch. Sehr schön. Sehr schön. Das tut gut. Ja. Starten wir, würde ich sagen. Ja. Fährst du das aufs Rüebli? Ja, aufs Rüebli. Der Peter vergibt 8 Punkte. Die Hanna legt noch 1 Punkt oben drauf. Und der Joel gibt sogar ein 10. Auch schon da ist der Joel vom Mutzenbecher. Er hat nicht ein Schuhproblem, aber... Ja, also, wenn ich gewusst hätte, dass es so hoch an den Armen ist, hätte ich noch die Badhose mitgenommen. Aber die sagen ja nicht, wo es hingeht. Das ich möchte Bienen sein. In dem Moment habe ich wirklich so mir selber sagen, was für ein unglaublich seltenes Glück man hat, dass man ein Privatkonzert kriegt. Ja, von Peter Raber und der Nina. Ich glaube, ich habe mich keine Sekunde bewegt. Ich bin einfach nur so da gestanden. So. Und Vreneli oben, guck ins Bett. Und Simes und Jockeli, einen Berg. Weißt du, das ist schon Wahnsinn. Ich habe mich so gefreut, dass ich einfach mal eine Ausrede habe, um jeden oben ein Dessert zu essen. Und es ist wahnsinnig gut. Ja. Mm. Weil es auf Tour langweilig wird, nur das Essen zu loben, kann man ja auch einmal die Esser loben. Bin ich froh, sind ihr drei so tolle Menschen, dass wir jetzt eine gute Woche haben. Ja, es kommt mir vor wie so in einem Klassenlager. Am Anfang denke ich mir so, vier Öbig. Und mit der Zeit jetzt merke ich mir so, nur noch ein Abend. Oh. Aber jetzt freuen wir uns mal noch auf den Schokolade. Ja, sehr. Hanna gibt den Beiz zu Bern 9 Punkte. Der Joel legt noch einen drauf. Und auch das Maximum gibt es von den Dönis. Finaltag zu Basel. Der Letzte, der seine Stammbeiz vorstellt, ist der Joel von Mutzenbecher. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Hoi Joel. Hallo zusammen. Was hast du vor? Es ist traumhaftes Wetter. 28 Grad draußen, 21 Grad drinnen. Und darum springen wir jetzt drin und gehen schwimmen. In Rhein? Natürlich. Da kann man schwimmen. Im Rhein kann man schwimmen. An gewissen Orten ist das möglich, an anderen würde ich es weniger empfehlen. Aber dort in Basel kann man sehr gut im Rhein schwimmen. Und von wo kommt man dich eigentlich? Ich bin Schreiner. Und ich habe in meinen bescheidenen 32 Jahren habe ich schon etwa so 3 mittelmäßige Karrieren hinter mir. Einerseits mal Schauspieler gesehen, Bühne, aber auch Film, Fernsehserie, so eine Schulhaus-Soap. Also bei den Kindern bin ich mal Superstar gesehen. Dann moderiert. Mein Name ist Joel von Mutzenbecher und ich bin diese Woche Ihr Gastmoderator. Tut mir leid. Und seit 2013 tritt ich als Komik auf. Stand-up-Comedy wie in England oder in den USA geht auch in der Schweiz. Joel beweist es.
Gerade noch heute Tag von der Premiere, oder? Habe ich mir die Calvin Klein Unterhose, ja? Ja? Die Calvin Klein Unterhose, habe ich im Backstage gefunden. Und Joel, seine Bühne ist aus Fernsehen. Schon in Deutschland und Österreich und vor allem in jeder Schweizer Comedy-Sendung. Vielleicht trinke ich auch etwas bei einer Bar. Problem ist, es geht mittlerweile 3/4 Stunde, bis du ein Getränk kriegst an so einer Bar. Weil es 3/4 Stunde geht, bis sie die Getränke bereit haben. Hier, die Mineral. Vielen herzlichen Dank. Viel mehr mache ich nicht. Mein Ziel ist eigentlich, die Mini-Bytes, Dini-Bytes-Stimme, die ich so toll finde von dir, irgendwann mal abzulösen. Aha. Jetzt kriegst du mal frei. Was ist die nächste Frage? Wohnst du da oder schwimmst du nur da? Also, dann mache ich das jetzt. Ist gut. Sag mal, Joel, wohnst du da oder schwimmst du nur da? Sehr, sehr gute Frage, liebe Stimme. Finde ich ganz toll. Ich wohne hier. Ab und zu habe ich noch eine kleine Schlafgelegenheit in Zürich, weil mittlerweile in der Schweiz recht viel hin und her gereist wird. Aber in Basel bin ich daheim und da werde ich auch immer daheim sein. Und ist dein Weg auf die Showbühne vorprogrammiert gewesen? Ich habe ganz früher habe ich auf keinen Fall das machen, was mein Vater macht. Joel, sein Vater, ist nämlich der bekannte Moderator Heinz Margo. Als ich 6 war, habe ich in der Schule schon irgendwelche Sketches für die anderen Schüler vorgespielt. Sehr zur Unfreude von denen zum Teil. Das hat mir aber jegliche Angst genommen. Durch das habe ich dann einfach gewusst, selbst wenn niemand lacht, es ist nicht schlimm, du lebst danach noch. Und als ich dann 12 war, habe ich am Fernsehen den Mittermeier gesehen. Und das war für mich eine Offenbarung, weil ab dann ist in meinem Kopf zum ersten Mal so der Gedanke gewesen, vielleicht kannst du das auch irgendwann machen. Vom ursprünglichen Ziel, mal ein Soloprogramm zu haben, stand ich jetzt mittlerweile vor dem 5. Soloprogramm und habe über 100 Auftritte im Jahr im In- und Ausland. Und es ist einfach nur schön. Und für das hast du sogar die Schule abgebrochen, oder? Ja, also die Schule abgebrochen worden, sagen wir mal. Ja. In meinem Fall war es so, dass ich aus der Schule geflogen bin. Der klassische Abschluss in der Kategorie Abgang ohne. Und ich bin ganz ehrlich, ich bereue es nicht, ich empfehle es aber trotzdem nicht. Jetzt kommt immer der erste Check. Sensationell. Von der Schule geht, ist Joel immerhin nach dem Schwimmunterricht. Das war mit 18 am Gymnasium. Es ist ein bisschen wie wenn man einem Treibholz nachschaut. Ich empfinde es als Kompliment, dass du sagst, es sieht aus wie nur Treibe. Weil ich bin die ganze Zeit in Bewegung hier unter Wasser. Die ganze Zeit. Wir sonst würde ich einfach nur... Weil es so schön ist, gibt Joel den schwimmenden Stadtführer. Schau jetzt mal das an. Ist das nicht wunderschön? Was ist das dort oben? Das ist Basler Münster. Das beeindruckt dich. Dann schau es mal an. Könntest du so etwas bauen? Aus Lego vielleicht. Basel ist meine Heimatstadt und ich liebe Basel, weil es gibt so viele Sachen. Der Rhein, logischerweise, den liebe ich. Die Basler Fasnacht, der FC Basel. Ich werde in Basel immer daheim sein und immer daheim bleiben. Ja. Heimat ist auch das, wo bleibt, wenn die Haare fallen, also beim Coiffeur. Der Joel hat einen Termin. Ciao bello! Ciao Joel! Come va? Bene, tu? Auch, danke. Alles klar. So, ja. Das ist der Gino. Mein Coiffeur seit 16, 17. Ja, plus minus, ja. Ja, also mein halbes Leben, kann ich schon erzählen. Zum Beweisen, dass ich tatsächlich einen Coiffeur habe. Und ist wirklich etwas zu machen? Ja, sicher. Also, machen wir das Möglichste. Früher war ich sehr ein eitler Mensch. Und ab dem Moment, als ich Comedy gemacht habe, hat sich die Eitelkeit mit jedem Auftritt ein bisschen mehr abgelegt. Weil das Letzte, was du darfst, in der Comedy ist eitel. Bei den Haaren hingegen schaue ich natürlich schon, dass die plus minus am Ort sind, wo sie sollten sein. Hast du denn jetzt seit 16 immer die gleiche Frisur?
Nein, das ist ganz eine andere Frisur. Das ist eine konstante Evolution, ja. Die Frisur. Ich sage mal so, die Frisur sich immer mehr meinem Inneren angleichen. Chaotisch. Haare sind ja das eine. Aber wie soll es mit deiner Karriere weitergehen? Ja, also jetzt ist ja gerade eine sehr spezielle Zeit. Darum war das erste Ziel so etwas wie Normalität. Dass man einfach wieder darf spielen, kann spielen. Und längere Ziel war eigentlich, dass es so weitergeht, wie es vor Corona war. Und ich kann davon leben. Und das ist an sich schon einfach ein Traum, der mehr als wahr geworden ist. Und tada! Grazie mille, Gino! Grazie a te, jetzt so muss ich aber schon weiter, weil das Lotti wartet. Ah, super, okay. Und die sollen nicht alles allein machen. Ja, sicher, ja. Ciao bello. Ciao bello. Alla prossima. Bis bald. Grazie. Danke vielmals. Ciao. Wir wissen jetzt, Joël ist nicht so gerne in die Schule. Seine nachobligatorische Bildung sind Coiffeurgespräche oder das Bier in der Stammbeiz. Und da sind wir jetzt, im Torstübli. Salli Lotti. Hallo. Schön dürfen wir hier sein. Schön sind wir hier. Vielen herzlichen Dank. So, danke an dich. Darf ich vorstellen, das ist Lotti Weber, die gute Seele vom Torstübli. Hoi Lotti, als was kommt man deine Beiz? Schönste Gleibasel-Beizli ist Torstübli. Traditionell? Das gibt es schon sehr lange, aber ich bin im 22. Jahr hier. Mhm. Und was überkommen Gäste bei dir? Bürgerliche Küche, der Gast ist König, fühlt sich wohl hier, das ist eine Stube. Man geht zur Lotti in die Stube, darum haben wir den Slogan zum Lotti-Wotti. Und so ist es, und dann kommen sie. Und das Lotti ist halt immer hier, jeden Tag vom Morgen bis 4 oben. So ist es. Jedem Quartier seine Quartierbeiz. Im Kleinbasel ist es Torstübli. Die Wirtin ist also immer den ganzen Tag da. Das ist der Joël nicht, aber gleich so regelmässig, dass er einen eigenen Stuhl hat. Ja, da ist entstanden, weil so ein bisschen unser Stamm, unsere Stammleute, die sehen wir hier. Wir treffen uns immer am Dienstag, wenn man Zeit hat, kommt man zum Lotti und isst etwas Feines, hat es lustig. Manchmal geht das Lotti auch schon schlafen und wir machen dann selber den Laden zu. Und weil wir ja im Torstübli sind und irgendwann gefunden haben, wir könnten doch eigentlich auch die Stiele anschreiben, haben wir irgendwann uns dann in Torstübli benannt. Joël, das wäre der Tisch für die Sensationell. Gäste, fürs Essen. Apero nehmen wir im hinteren Gärtchen. Unbedingt. Und hier würden wir nachher sitzen. Super. Ist das gut? Ja, perfekt. Wenn wir noch schauen, hinten, wo wir den Apero nehmen. Schau, jetzt habe ich gedacht, hier am Stehtisch nehmen wir den Apero. Perfekt. Glas Champagner. Super. Und dann ist perfekt, wenn ich in diesem Fall dort die Überraschung mache. Sehr gut. Was denn für eine Überraschung? Sagen wir nicht. Was hast du am Wort Überraschung nicht verstanden? Also die Überraschung kommt definitiv aus meinem Bereich. Alles andere war irgendwie komisch gesehen und hat sich nicht richtig angefühlt. Was isst du da gern, Joël? Ganz ehrlich, das Hauptmenü ist eines meiner Lieblingsgerichte. Das, was wir heute als Hauptmenü servieren. Ich liebe Zürich-Schnetzle mit Nudeln. Finde ich auf der Kombination. Also Moment jetzt. Zürich-Schnetzle. Für zwei Gäste aus Zürich zu Basel. Das ist ein Witz. Im Gegenteil, das ist willkommen einladend. Wenn du sagst, geht's mal neu in die Küche. Hab Gott. Hallo zusammen. Geht's wieder los? Hallo. Der Joël. Hoi. Das ist der Daniel, das ist der Joël. Kommt go helfen. Freut mich. Ja, also go helfen weiß ich noch nicht, aber ich bin zumindest auch da. Für die Vorspeise heute Abend gibt es noch ziemlich etwas zu tun. Neben Pastetli wollen die Gastgeber Gemüse servieren. Wir haben etwas vorbereitet für dich. Du kannst uns helfen beim Rüebli schälen, als Beilage für die Pastetli. Ich liebe Sachen schälen. Und jetzt? Dann zeige ich dir mal, wie man so ein Rüebli schält. Für den Joël ist klar, wer nicht von der Kochschule fliegen will, muss die richtigen Fragen stellen. Gibt es eine richtige Art, den Rüebli zu heben? Ja, also ja. Eigentlich so.
Das ist der größere Teil oben und der kleinere Teil unten. Das habe ich ja richtig gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Der Joel als Hilfskoch. Und die Wirtin hat Angst um ihr Geschäft. Daniel, zeig mir jetzt, wie du geschnitten hast. Ja. Dann ist es so. Mhm. Etwa 2 bis 3 mm Maximum. Also, als ob ich das nicht ankriege. Du musst das Messer locker in der rechten Hand. Also du bist Linkshänder, ja, gell? Ja, rechts funktioniert es auch. Gell? So. Ja, genau. Noch ein bisschen schräger. Noch ein schräger? Noch ein schräger, gell. Wie mein Humor. So. Lotti. Tipptopp. Den Vertrag kann ich schon unterschreiben, gell? Wir gewinnen heute meine Beiz, deine Beiz, weil das Dorstübli eine richtige Beiz ist und dann erst noch die schönste. Ich freue mich riesig, dass ich das jetzt machen darf. Also, heute Abend geht's zum Lotti ins Dorstübli. Der Joel und Lotti haben ein wunderbares Potpourri vorbereitet für die drei anderen Gäste. Joel, ich übernehme. Wegen dem Job schauen wir dann noch. Grüezi miteinander. Hoi, hoi. So, willkommen. Hoi, lässig. Das ist das wunderschöne Gärtchen vom Dorstübli. Wir gehen jetzt aber zuerst noch eins weiter hinten für den Apero. Okay. Darf ich vorausgehen? Ja, gerne. Also. Danke. Das Grotto-Feeling ist auch besonders schön. Das erwartest du nicht unbedingt mit seiner Stadt. Und es ist etwas versteckt. Und es ist etwas sehr Gemütliches. So, und nach dem kleinen Zwischen. Gängli kommen wir hier im Hinterhof, im schönen Kleinbasel. Ja. Und hier werden wir jetzt den Apero einnehmen. Gut. Super. Hallo zusammen. Und das ist Lotti. Lotti ist die gute Seele vom Dorstübli. Seit 22 Jahren. Ja. Voilà. Und am besten du erzählst selber. Schön sind wir hier. Danke. Und jetzt hoffe ich, ihr genießt das wunderschöne Gärtchen. Und das Essen natürlich. Und zum Apero haben wir uns etwas ganz Verrecktes ausgedacht. Nämlich ganz klassisch, richtig klassisch, ein Champagner. Ja. Sehr schön. Ich weiss, dass du gerne Süßes hast. Ja, ja. Das heisst, jetzt wird es ein bisschen trockener als sonst. Ja, ja. Aber wir haben die ganze Woche haben wir immer so viele süße Sachen in den Getränken gehabt, dass ich gefunden habe, ab und zu soll es einmal einfach klassisch so sein, wie es aus der Flasche kommt. Es gibt einen Champagner für 15 Franken. Klassisch, mit Stil und ohne Firlefanz. Also einfach genau nicht das, was man vom Joel erwarten würde. Ich dachte, ich käme eher so einen knüppelharten Trinken. Aber ich, nein, ich habe jetzt nicht unbedingt Champagner erwartet. Aber es war sehr guter Champagner. Also für mich passt Champagner einfach sowieso immer. Und ich habe den ganz trockenen sehr gerne, den sie heute serviert haben. Ich liebe es wirklich sehr. Ich bin total auf meine Kosten gekommen mit dem Apero. So, der hat alle noch zu trinken. Das ist der richtige Moment, wo jetzt meine kleine Überraschung darf stattfinden. Zeige ich das jetzt. Dun, 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 dun. Ich gehe jetzt schnell raus, komm noch mal rein. Die tun so, als hättet ihr mich noch nie gesehen. Ja. Okay. Bis gleich. Herzlichen Dank! Dankeschön vielmals! Das ist denn schön, dass wir wieder so viele Menschen haben. Sieht eigentlich aus, wie wenn ihr Solo-Auftritt habt. Grossartig! Sehr schön! Natürlich möchte ich wissen, warum wir heute so ein Publikum haben. Ich würde gerne die Menschen kennenlernen vorher. Zum Beispiel hier, die nette Dame, wie ist der Name? Hanna. Hanna, sehr gut. Hanna, man fragt die Dame nicht nach dem Alter. Darum, Hanna, wie schwer sind Sie? Das ist okay. Ein bisschen etwas über mich. Mein Name ist Joel von Mutzenbecher. Ich bin mittlerweile 32, probiere trotzdem jung zu bleiben. Ja, es gibt so zwei, drei kleine Anzeichen, dass man jung bleibt. Zum Beispiel, man tut sich gerne tätowieren. Das Problem ist, ich muss immer erklären, was sie heissen. Zum Teil muss ich sogar erklären, was sie überhaupt sind. Ja, also zum Beispiel das hier. Sehen Sie sicher alle gut? Ist ja klar erkennbar, was das ist. Ich hatte kürzlich einen Auftritt gehabt, zu Basel. Und der ist gekommen und der hat dann gesagt, schau mal, der hat so ein Tattoo wie ich. Was heisst das? Eine V heisst 5, Strich heisst 1, nochmal ein Strich heisst nochmal 1. Gibt also insgesamt
52! Da haben wir aufgeklärt und gesagt, mal leid, das ist nicht 52, sondern logischerweise 511. Richtig. Das war sehr lustig. Der Joel macht das sehr, sehr gut. Ich habe ihn zuerst mal jetzt live gesehen und ich glaube, ihm gehört Zukunft. So, das war es von mir. Vielen herzlichen Dank, sind heute oben noch. Jetzt wird ich wirklich gegessen. Vielen herzlichen Dank. Platz nehmen fürs Menü. Und die Aufmerksamkeit gehört der beeindruckenden Frau, die es schafft, dass auch ein Komiker mal nur zulässt. Also fast. Der Joel und ich haben uns etwas Spezielles ausgedacht. Den Champagner haben wir gehabt. Jetzt gibt es Mini-Pastetchen mit Kalbsmilke und feine Äpfchen mit Riebli. A la Joel. Oh. Okay. Er hat Riebeln gespitzt. Und noch hat er geschnetzeltes Kalbfleisch, Zürcher natürlich und frische Nudeln. Fein. Und jetzt wünsche ich einen guten. Und du bist ja vegetarisch, gell? Ja, ja. Haben wir daran gedacht. Ich habe ja gesagt, dass noch ein paar Telefone machen müssen. Ja, schau also nicht Milke in deinen Pastetchen, gell? Das ist super, Lotte. Und nachher kriegst du... Ich habe so Hunger. Lass jetzt und du kriegst noch frische Ravioli. Ah. Ist das gut? Ja. Mit also. Was drin? Mit Schneidpilz. Ha! Ja. Ist gut? Ich habe gedacht, mit Milke. Aber das ist Wer Pastetli isst, redet im Normalfall über Pastetli. Ausser man hat ein Herz für die unterbewerteten Beilagen. Schau mal, wie schön die Riebel geschnitten sind. Hast du die Riebel geschnitten? Hast du die gemacht? Ja, ich habe sie angesetzt. Und haben sie gesagt, sie würden dich anstellen? Oder ihr eigentlich nicht? Sonst? Zur Not. Sie sind ich glaube, nicht unvorgesehen, als ich wieder aus der Küche raus bin. Aber du kochst selber gerne? Ich koche gerne. Nicht so oft. Du kennst es, wenn man auf Tour ist. Dann, aber ist nicht Therapie für dich, dass du sagst, heute will ich kochen und empfindest es als beruhigend? Und doch, aber das ist am Schluss zweimal im Monat. Weil ein Drittel des Jahres geht weg wegen Auftritt. In der Sommertour bin ich eigentlich weg zum Schreiben. Und dann hast du noch ein paar einzelne Üben, wo auch gerne mal eben Gosch essen, wo du gerne etwas unternimmst, eben mal Kollegen schauen. Es ist so schwer, wenn man selber immer spielt. Weißt du sicher auch, in einem Konzert dort. Ja. Ich gehe so gerne an ein Konzert und dann gehe ich gerne an ein Theaterstück schauen. Und dann hast du halt eben noch so vielleicht mal einen Tag, wo du eben gar nicht willst machen. Was sagt das jetzt über den Joel als Koch? Ich glaube, Künstler können sicher auch gut kochen. Aber ich glaube, er macht jetzt nicht so mega 5-Gänge-Menü, sondern so ein bisschen easy. Bei ihm ist wichtig, beim Joel, dass die Stimmung stimmt. Das Ambiente auch muss stimmen bei ihm. Wenn du so gerne Tiere hast und eben auch gerne Tiere hast, dann musst du mal zu meiner Mutter in die Normandie. Die hat ein Bed and Breakfast mit ihrem Mann. Und das ist so eine alte, also wirklich so mit so einem englischen Garten, das ist so quasi Landgasthof. Und die haben alles. Die haben zwei Ziegen, die haben Schäfle, die haben Hirner, Enten, 4 Hunde als Haustier. Aber nicht zum Essen so. Nein. Bist du mit Mami aufgewachsen, mit Papi oder mit beides. Oder? Ja. Beides. Aber intensiver bei meinem Vater. Und ich bin mit meiner Schwester, nicht der gleiche Vater, bei meiner Mutter aufgewachsen. Und mein Vater ist, als ich 14 war, dann mit meiner Stiefmutter auf Zermatt. Und dann habe ich natürlich weniger gesehen. Aber mit 14, wisst ihr ja auch, dann haben die Kinder sowieso ein bisschen anders im Kopf. Ja. dann ist das auch okay gewesen, so. Ja. Und dann, bin ich... Aber da war deine Mutter noch in Basel gewesen. Ja. Meine Mutter ist erst vor 2 Jahren gegangen. Ah. Und dann mit 16 hast du mal irgendwie so zum ersten Mal mit den Eltern ein Glas Wein und sonst hast du vielleicht mal einen Wodka oder so getrunken. Und dann ist Zermatt auf einmal sehr spannend geworden. Ja. Und darum ist es wirklich so teils. Aber, Party. Mehr Arbeit hat schon meine Mutter gehabt, muss ich jetzt schon mal sagen. Kann ihn der Joel jetzt noch übertrumpfen? Das sind seine Punkte.
have a winner. Congratulations. Mit 29 Punkten holt Peter Reber den Sieg für seine Stammbeiz zu Bern.